Ui. Hab meine Beleuchtung ein bisschen anders eingerichtet. Es ist Nacht gerade, ich habe es gerade gemerkt. Verdammt, ich wollte nicht im Dunkeln mehr rumlaufen. Ah. Wer ist denn im Dunkeln? Verdammt. Blöcke. Okay, wo ist meine Pfeilpistole? Zur Sicherheit. Obwohl sie nicht sehr effektiv bis jetzt war. Muss ich schon sagen. Bin leicht enttäuscht. Hier gibt's nichts anscheinend. Nichts. Hier ist noch immer im Kopf. Ventilator ist eingeschaltet, Diffuser ist hinter mir eingeschaltet. Und mein PC, nein, die Blaze überhitzt. 26 Grad im Zimmer, das ist gar nicht so schlecht. Warte ich schon mal auf 28 bis 30. Das ist dann die Hölle. Wie nah ist das jetzt? Gehe ich direkt hin? Was habe ich denn da anders markiert? Oh. Okay. Da will ich doch gar nicht hin. Da will ich hin. Ach, gehen wir zum Ziel. Ich brauche was, wo ich reingehen kann, wo es nicht dunkel ist. Bild kommt mir gerade extrem dunkel vor. Mal schauen, ob ich bei den Filtern was machen kann. Und hoffentlich werde ich nicht gekillt jetzt. Videoaufnahmegerät. Filter. Color Key. Bisschen besser. Bisschen blaulich ist es. Okay, ja, das geht so. Radar hier. Augenbot. Das ist nicht so schlimm, der Augenbot, der Kleine. Nur niesen. Scheiße. Oh. Hat mich erwischt. Oh. Zu viel im Zimmer, zu viel Rauch und Raum. Rauch und Raum. Zu viel Raum im Zimmer, ja. Ich hätte gern ein kleineres. Zu viel Ventilator und so ein Dreck halt. Verdammt, schaut das komisch aus. Blau-grünlich. Oh, irgendwas vor mir. Oh, nein. Blähfliege. Sie wird mich töten. Ich werde sie so richtig schocken. Okay. Ich hab's nicht mal anschielen müssen. Anschielen. Ich nehme die Pfeilpistole auf die linke Seite. Perfekt. Okay. Da ist das Gebäude. Ja, gerade ein breiter Weg. Mit wenig Action, wenig Action, so wenig Action. Oh, Blaze überhitzt noch mehr. Was gibt's hier drüben? Okay, sowas. Ich hab mal daneben geschlagen. Und was anderes schießt er gerade an. Ach, Red. Ganz schlecht. Hoffe ich's? Nein. Gut, Direktron hat keinen guten Job gemacht. Ja, Action. Ich habe den Pulsminen verkauft, obwohl ich jetzt Roboter zergatschen muss. Ich will nur ins Haus, das wieder hell ist. Zu viel Action. Wir brauchen Action. Red Scorpion. Wettet schnell, schnell, wetten, wetten. Was ist das? Protektor? Red Scorpion oder? Oder bissige Hunde. Irgendwas anderes schießt da draußen auch herum. Ab. Und ist da. Versuchen wir es.
Längst verkrüppelt. Ja. Irgendwas Fettes geht hier drüben ab. Und rüber. Mr. Handy und Jericho. Sehr freundlich, dieser Mr. Handy. Jetzt könnte ich eine Kippe brauchen. Oh, ja, why. Interessantes Duell. Ich werde sie so richtig schön. Oh, das ist nicht freundlich. Hab ich gar nicht gelaufen. Ha! Oh, krass. Sergeant R3. Ich bin nochmal R2-3. Wohl verrückt geworden. Tinker Joe. Was machst du denn hier draußen? Bist du nicht ein Händler? Das ist doch ein Händler, oder? Gut. Wo ist er? Hier drüben. Ich glaube, also nehme ich die Teile und verkaufe sie ihm. Altmetall doch nicht. Ja, okay. Verdammt, hier sind viele Dinge gestorben. Richtiges Schlachtfeld. Okay, wo ist der Tinker Trinker? Tinker Joe. Hallo, ich bin Tinker Joe, der beste Lieferant von Roboterteilen und Diensten im ganzen Ödland von DC. Ich glaube, er ist ziemlich tot. Diese Roboter hier sind leider schon alle verkauft. Ich stelle sie gerade zu. Ich habe einen angepassten Gazi, den noch keiner gekauft hat. Aber dieser RL3 ist in seinem Umgang ein wenig wählerisch. Und ich glaube, dass ihm ihre Nase nicht passt. Das ist natürlich. Ich glaube, ich habe ihn gerade getötet. Ich verkaufe alles querbeet. Man weiß nie, was man nützlich braucht gutes sein Karma. 90 Geld hat er. Für einen Roboter. Das sind diese Dinger. Ja, ich habe mir gerade Altmetall abgekauft. Oh, wie viel bin ich drüber? Normal nicht viel. Pimpel kannst du wieder zurückhaben. Ich hoffe, dass alle deine Roboter tot sind. Aber Bro, ich könnte ihn auch gleich töten, aber es hat keinen Sinn. Der Penny Tower direkt um die Ecke, cool. Der. Ist das ein Eingang? Na. Muss noch einen Eingang finden. Eingang finden. Aus dem Dunklen. Rein in die coole, geile Action. Denn ganz rundherum wahrscheinlich. Buh. Oh, verdammt. So viel geile Action. Warum schaut das da drüben nach Vault aus? Okay, wo ist mein Scharfschützengewehr? Oh, schau. Ja, okay. Tschüss. Schaut doch eindeutig nach Vault aus. Wo ist der kleine Bär? Das? Ja. Hat ihn doch getroffen, oder? Da ist er. Ich brauche nur zwei Schläge. Okay. Jericho. Wir müssen sein Bein verkrüppeln.
Da rennt noch immer. Da rennt noch immer. Dann. Mal hoffen, dass er rennt. Wie rennt denn der Typ noch? Okay. Kann ich dir nicht backtracken? Bin ein Rooney, Baby. Dann haben wir hier. Ah, Tinker Joe. Könnte ihn fast umbringen. Habe ich schon gesagt, mache ich nicht. Nein, nein, lass ihn leben. Ja, den habe ich auch dabei. Ich geht. Okay, schauen wir rein. Ich weiß gar nicht, was die Aufgabe war. Mal schauen, was war die Aufgabe? Nichts Optimales. Hier drüben. Können wir uns durchstellen auch eigentlich? Machen wir Licht. Ist das ein Vorkriegsbuch? Lügen wir im Kongress? Ja, die gibt schon damals, die Bücher. Vorkriegsbuch. Die Bücherei ist hier auch irgendwo in der Nähe. Okay. Was wollte ich lesen und trinken? Sprache um 1 erhöht. Keinen Nutzen bei mir mehr. Warum riecht sie nach Ghoulen? Gefahr. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Stirb! Ach, ich werde lachen. Oh, Marvel starten. Na, wie süß. Habe ich meinen Abwehrstab? Glaub gar nicht. Hagelschlagring können wir für den kleinen Schrott benutzen. Ja, mit dem Geld, wollte ich sagen. Ah. Wünschen keine ernstzunehmenden Gefahren gibt. Maulwurfsrappen. Ja. Geboxt. Oh ja. Oh, Admiral. Wird er reich sein. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Mit dir ist es jetzt aus. Ah, verdammt. Da. Sneak Peek Angriff. Okay. Blechdosen brauchen wir. Ja, brauchen normale Blechdosen, keine zu bolten. Nuka-Cola-Granaten. Ich glaube, Kronkorkenminen sind nutzlos. Wenn die Metal-Taktik schon nicht aufgeht. Er steht im Roboter. Guter Hund. Guter Hund. Jetzt mach Sitz. Und Pop-Pop mach auch. Okay, was wollte ich? Pfeile nehmen. Schauen. Blechdosen, normale brauchen wir. Den Rest habe ich schon vergessen. War vielleicht die Terpentine und Aprox-Putzmittel. Vielleicht diese Kombination war's. Wer weiß. Moni. Energiezellen. Blechdosen findet man eh überall. Sensormodul war das für die Mine. Zwei Stealth Boys, krass. Kann ich auch schon verkaufen. Okay. Gehen wir durch die Kakerlaken fressen.
Ist eine easy Mission, wenn das nur Maulwurfsratten und Kakerlaken sind. Aktenschränke. Na? Wo ist das Buch der Wissenschaft? Brauche ich nicht, das Pfeilauto. Rücken brauche ich auch nicht mehr. Oh, Altmetall. Brauche ich nicht mehr. Glaube ich, brauche ich auch nicht mehr. Elektrische Leiter könnten interessant sein. Sensor nehmen wir mit. Oh, Altmetall. Oh. Das Geilste. Da freut man sich. Es ist gut, wieder hier draußen zu sein. Verdammt gut. Was? Okay, es sollten genug Blechdosen dabei einmal sein. Wir werden es gleich sehen, was wir brauchen. Gut, dass wir hier sind. Nuka Quantum Blech Turpentin Aprox Putzmittel, okay. Aprox Putzmittel fällt. Das soll es tafelweise zu finden geben. Altmetall, so viel Altmetall. Würde reich sein, wenn ich zurückgehe. Lackierpistole hätte ich nicht mitnehmen müssen. Nehmen wir es. Ich werde gleich hier ein bisschen was reparieren und herstellen. Altmetall, Baby. Was brauche ich für Kronkorken? Sensor Jerry Bomb Lunchbox. Okay. Sonst brauchen wir nichts. Ich brauche gar keine Kronkorkenminen eigentlich. Das ist eine Solus-Taktik. 20 Altmetall. Krass. Okay. Bro, nimm. Ja, was gibt's? Das wäre. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Das kann man nehmen. Das werde ich nicht nehmen und den geben brauchen. Das. Todeskralle. Brauche ich vielleicht nochmal. Vorkriegsbuch, warum nicht? Und das. Zum Beute kann ich wegwerfen. Ja, stürzt. Diese Menge Action. Ja. Holen wir uns. Da. Da schaut noch viel Action hier aus. Ah, nur Platten. Der ist auch gleich kaputt. Ich brauche nur zwei Schläge. Verdammt, bist du denn noch nicht tot? Was gibt's hier unten? Jede Menge Action. Ich sehe keine Action. Mach hier weg mit dem Schlagring. Der ist schon zu kaputt. Was habe ich sonst noch, was ich verschwenden kann? Springmesser. Geht schon. Butch wäre stolz auf mich. Dass ich Red Kakerlaken töte. So stolz auf mich wäre, wenn er noch leben würde. Was haben wir hier? Wollen Sie mich verarschen? Ja. Oh. Hier gibt es keine legendären Wänder. Oh, Fallout 4 Permadeath, verdammt. Wenn du so einen legendären Roboter killst, explodiert der. Braucht man gar keinen Nahkampf probieren. Okay. Gibt es hier nichts Tödliches? Büros. Büros sind tödlich. Kein Spaß, warum habe ich die mitgenommen? Ich habe keinen Platz für sowas. Sackgasse. Geil. Bauen dann wohl eine Sackgasse ein. Wow, jetzt leckt's.
Wo sind die Büros, oder? Okay, in die Büros. Da ist vielleicht was Gefährliches drin, also Sturmgewehr. Sehr gefährlich, ja. Sneak Attack. Nicht mal Warmshot gewesen. Ich brauche nur zwei Schläge. Oh. Warum kommt diese schwache Mission jetzt erst? Oh. Die Red. Die Marvels-Ratten. Das ist schwach. Ja, mit Fisto. Okay. Na egal, ich lege auf ihn. Ja. Einen Schlag habe ich. Schlag zu! Nice. Guter Schlag. Guter Schlag. Wird gleich getrunken. Und gegessen. Macht mich voll, oder? Ah, ziemlich gut eingeschätzt. Oh, ist das eine Cherry Bomb? Ja. Mehrere. Lunchbox auch. Ein Hähnchen. Brauchen wir nicht mehr. Ist das ein Lucky 8 Boar? Nein, nur ein 8-Ball. Was ist hier? Moni versteckt. War es eine Falle gerade? Ich hoffe nicht. Gibt es ja auch in irgendeinem Spiel. Munitionsfallen. Das kriegt man am PC besser mit. Schießen, du Verrückter. Kleines Fisto-Business hier. Mein Fisto-Business. Krass, dass die ganzen Kakerlaken die Roboter zerlegt haben. Vielleicht hatte Butch doch recht. Und es sind dann angsteinflößend. Nein, nein. Hopp, ich seh's. Das Auge für Loots. Und für Kakerlaken. Na, er ist eingesperrt, er kann nichts machen. Viele Gegner. Aber alles wahrscheinlich Kakerlaken. Bis zufällig mal eine Todeskralle auftaucht. Ach, hier sind so viele Kakerlaken, da will ich nicht Fisto verschwenden. Springmesser, das. Wenn wir das Kakerlakenfleisch nicht ehrt, ist ja gar, ist Jaugwei Meat nicht wert. So. Beine ist man halt nicht mit unbedingt beachten. Oh. Ich mach nur zwei Schläge. Das ist ja Action. Oh, es sind so viele Energiezellen und Altmetall. Das wird recht sein. Ich weiß gar nicht, was ich mir kaufen will. Bessere Blazy. Nicht überhitzt. Die PlayStation 5 überhitzt. So schnell. Nein, meine ist ja uralt. Das ist ja die Standard Blazy. Oh,
Die alte Standardbläse würde mich nicht wundern, wenn die eingeht. Habe ich dir schon öfter gesagt. Du bist tot. Okay. Maulwurfsorten. Darauf gehen wir später. Da ist meistens so ein Schlauch drin im Maulwurfsorten. Nein, nicht die Kakelake. Ach, verdammt. Fresse Kakerlake, Fresse. Altmetall? Nein, leider. Sie verwöhnen mich nicht mehr mit Altmetall. Nur mit leeren Metallkisten. Ja, ich stehe auf alles, was Stahl ist. Hence the name. Okay, da war ich schon drin. Ich glaube, Jericho hat gerade was gekillt, ich höre das nicht. Ja, Pfeile. Es wird kein Pfeil zurückgelassen. Okay, was hast du gekillt? Verdammt, hier gibt es viele Kleinigkeiten. Wieder was gekillt, der Typ. Nichts Wichtiges mehr. So viel Schrott hier. Guter Messer. Verdammt viel Schrott. Ja. Ja. Und wir sind wir am Anfang wieder? Keine Ahnung. Bam, 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 bam. Bam. Er killt wieder was. Da waren wir noch nicht. Okay, ich bin ein bisschen überfordert mit dem ganzen Zeug, was hier rumliegt. Toiletten. Und die Frauentoilette, du perverse Sau. Was sonst noch? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, wir müssen rauf. Ich hier was übersehen? Doch, verdammt, hier ist riesig. Ich hab das wirklich vermisst. Was zum Teufel? Gehen wir rauf. Gehen wir rauf. Wer hat die alle gekillt? Jericho! Lass nur die Kakerlaken übrig. Ich hoffe, diese Art wird so lange stehen, dass wir weg können. Komm rein. Ich glaube, ich kill zuerst alles. Sonst nehmen wir die Erfahrung weg. Wahrscheinlich nur der Red Away vertragen. Ja. Und eine Zeitschrift. Bum, 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 bum. Ah ja. Die eine Erfahrung ist es echt wert. Nimmt mir keiner weg. Nein. I refuse. Ach, so wie die Schachteln Zigaretten. Total wert. Total wert. Wow. Mich hat's weggedreht. Ich höre Bob. Ach, so viel Schrott. Oh, danke, danke.
Oh, gar nicht so schlecht. So viel Schrott hier. Hoffe ich nicht drüber. Ist hier eine legendäre Waffe drin, aber oh nein, danke. Okay. Ja. Wollen Sie mich verarschen? Ui. Oh, verstehe Alex gesehen. Habt ihr das Sinn? Mein Falks Voice muss nicht nachmachen, leider. Da fehlt noch ein bisschen keine Altmetall. Geil. Okay. Also Red Kacker lag ein Flash auf einmal weg. Ich glaube, ich war. Ja, wir waren schon mal hier. Eindeutig. Gebiet gesichert. Hey Bro. You walked around the wrong corner. Feindliches Ziel identifiziert. Action, action, action. Okay. Keine Bewegung. Ich werde sie so richtig schön. Nein, nein, nein. Jericho macht schon. Ja. Jericho macht schon. Ja, du auch. Schon lange nicht mehr. Zur Hölle. Jetzt hupf ich mal da vor deine Kugeln. Schauen, wie dir das gefällt. Da gibt's noch mehr Roboter dann. Wo ist dieses Ding runtergefallen? Ach, ist egal. Altmetall. Oh. Hier sind viele drin. Und eine Granate reinwirfen. Sie ist nicht weit gekommen. Oh je. Yeah. Das Beste. Oh. Wenn ich die Hacker-Skills hätte, wird ja sowieso alles umgebracht. Gute Arbeit, gute Arbeit. Wert, dass ich das Größte dadurch vernichte. Ich habe noch Schüsse. Ich nehme es und esse es. Oh, Abbox. Sehr schön. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ich habe schon beides. Gefightet.
Lunchbox, kann ich auch den brauchen. Also meine Brotsmittel. Ich hoffe, die habe ich gelagert. Ich glaube, da habe ich nicht viel gedacht. Okay, was geht hier ab, Junge? Was schießen wir diesmal? Oh boy. Okay, weg mit dir. Ein perfektes Nomo. Das Ding lebt noch immer. Gratulation. Du darfst weiterleben. Hier ist ja nichts Wichtiges drin, oder? Nein. Protektron. Ha! Kann ich durchlooten. Okay. Energiezelle. Draußen sind Leute, die mich killen wollen. Ich spür's schon. Noch immer nicht genug. Noch kommt schon. Oh. Oh. Ah ja, mehr Roboter. Okay, nehmen wir den zuerst. Aus dem Weg. Wir wollen die Action. Ich habe noch immer Angst, dass die explodieren. Ja, der ist rasend. Der ist eindeutig rasend. Wo geht's hier runter? Und das Licht wieder an. Oh, hey, Bro. Ja, ich hab jetzt Schaden kassiert. Ein Hähnchen Junk Food. Nein, verdammt, Medex. Unabsichtlich Medex geschluckt. Was für den. Ja, nicht getroffen. Verdammt. Dass er geröstet wird. Seit dass er geröstet wird. Ja. Oh, verdammt. Kernspaltungsbatterie. Ich habe sie mitgenommen. Wo ist die Action Jericho? Da ist die Action. Jede Menge Action. Hat die Kapellate leben lassen. Was für ein Mann. Da war ich doch schon. Ja. Hier noch einer. Keine Bewegung. Ach, der hat mich genau getroffen. Ist Jericho gerade auf irgendwas? Da war ich. Das ist der Eingang. Dieses Ding kann ich nicht kaputt machen, glaube ich. Jericho? Da haben wir noch was. Kooperation erforderlich.
Danach hätte ich recht. Oh gut, ein Teufel. Oh, so peinlich. Oh, okay. Ach, die Kakerlake beschützt. Ich werde sie so richtig schön. Natürlich, was sonst? Sensormodul, elektrische Leiter, Stealth Boy wird verkauft. Prox. Serpentina. Ich hab schon alles weggegessen wieder. Hey, Bro. Ist eine Action hier? Wenn müde. Ah, für den Mini-Loot schaue ich gerade alles durch. Ah, Mini-Loot. Das Wichtigste. In jedem Fallout-Spiel eigentlich schon. Mini-Loot macht uns happy. Am Brox. Schaut euch an, wie viele Brox ich finde. Die Nuka-Granaten. Beide Pistolen und Nuka-Granaten und die Todesmaschinen sind für nichts. Ich hab Platz. Den wertlosen Baseball-Schläger. Weg, 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 weg. War ich da nicht schon? Doch. Altmetall, oh ja. Wird so reich sein. Ein Pfeil wird zurückgelassen. Was ist das? Sensor, ich dachte kurz, dass das ein Schlüssel ist. Das sich versteckt. Verdammt, hier gibt es viele Sachen. Alles, was man brauchen würde, um sich was zu basteln. Und so viel Altmetall, Proxputzmittel, Serpentine. Okay. Wo war die Werkbank? Ich glaube, 5 Granaten kommen raus. Hauptstadt. Was sehe ich hier drüben? Sonst kann ich hier zurückgehen. Schauen wir schnell. Also, ja, wir gehen zum Eurer. Einfach zum Eurer. Okay, schauen wir, ob ein Hinterhalt kommt. Gewetzte Leute, was soll das heißen? Nein, nur Tinker Joe. Okay, perfekt. Zurück zum Eurer. Schauen wir mal, ob wir im Hellen ankommen. Was will ich da oben? Oasis, okay, später. Ein anderes Mal. No wondering why. 86 getötete Leute. Gegessene Leichen? Nein. Machen wir nicht. Nein, danke. Lähmungsschläge. Hey, mit einem Darkin werde ich schnell noch abgeben. Eigentlich nur rauf. Nein, geben wir es ab. Dann kann ich gleich im Hintergrund alles nachverkaufen. Und dann gibt es Bücher. Oh. Bücher. Fummeln Sie in letzter Zeit an interessanten Geräten herum? Fantastisch! Die Reaktivierung einer seit langem ruhenden Technologie ist ein entscheidender Schritt für das Überleben der ganzen Menschheit. Andererseits kann sie aber auch gefährlicher sein, wenn sie aktiviert wird, sich jedoch nicht kontrollieren lässt. Was war denn das Resultat? Es ist erstaunlich, wie robust und benutzerfreundlich viele dieser verschrotteten Geräte sind. Damals wurde wohl alles robust und einfach gebaut. Es hilft, das richtige Werkzeug für den Job zu haben. Ansonsten hilft das richtige Werkzeug, um zu schummeln. Wie etwa Impulsgranaten. Hier.
Ich möchte mehr über die Geschichte der Anfänger einer erfolgreichen Siedlung wie Rivet City herausfinden. Da draußen gab's mal eine riesige Bibliothek. Ein ganzes Gebäude voller Bücher. Bücher. Sie müssen dort für mich Informationen sammeln. Bücher? Und das wird... Das würde mir natürlich sehr viel Zeit ersparen, aber ich wette, dass in diesem Buch nicht viel über explodierende Maulwurfsratten stehen wird, oder? In Büchern hat die alte Welt ihr Wissen festgehalten und die Bücher hat sie in Bibliotheken aufbewahrt. In Arlington soll sich eine Bibliothek befinden. Sehen Sie nach, ob sie noch dort ist und Sie Daten vom Computer runterladen können. Diese wären für den Wiederaufbau der Menschheit von großem Wert. Großartig! Die Bibliothek sollte in Nähe der Innenstadt im alten Arlington sein. Versuchen Sie, die Computerarchive herunterzuladen. Falls das nicht geht, wären auch die Kartenkataloge nützlich. Jede noch so kleine Information kann dem Buch und damit der Menschheit zugutekommen. Und jetzt? Schauen wir mal. Ah, Nuka-Cola Quantums habe ich zu Hause liegen lassen. Okay, 2 Kronkorken Minen, die ich wahrscheinlich verkaufen werde. Ich hole mir die Nuka-Granaten und baue sie dann mit euch zusammen auf. Yay! Peace out.